Hallo, hallo. Ja, ich bin ja gerade am Basteln im Studio und ja, was ich hier bastle, das siehst du gleich. Also, ja, was mache ich da? Heute gibt's, ich hoffe, das sieht man, Moment, Scherben. Yes. Ich bin hier gerade am Studio ein bisschen ausräumen und dabei habe ich altes Geschirr entdeckt und dachte mir, ich mache da jetzt ein cooles Slow-Mo-Video. Also Slow-Motion und ja, die ersten Scherben liegen hier schon und ja, Scherben bringen erstens Glück und zweitens sind sie gar nicht so leicht zu erstellen, wie man vielleicht möchte. Hier ein kleines Beispiel. Ja, das war das erste Glas, was ich ja, zerstören wollte. Sieht so aus. Ja, ist genau nicht gesprungen. Und dafür ist die erste Kaffeetasse richtig toll zersprungen. Ja, und ich werde jetzt noch ein paar Aufnahmen machen und dann im Anschluss findest du das ganze Video. Also viel Spaß. Ciao. Ich sag's dir, das ist absolut irre. Ja. Also das erste Mal im Leben versuche ich hier tatsächlich mutwillig etwas zu zerstören und es gelingt mir nicht, es ist irre. Also ich glaube, ich werde jetzt noch ein paar alte Gläser und ich weiß nicht was holen, aber diese alten Kaffeetassen halten ganz schon viel aus. Okay, naja, schauen wir weiter. Ich dachte mir gerade, hey, vielleicht könnte dir das auch gefallen. Und ja, ich glaube, ich werde jetzt noch ein bisschen zeigen, ja, noch etwas kaputt machen und dann auch noch zeigen, wie man hier ein bisschen Video machen kann und vielleicht auch ein cooles Foto. Mal sehen. Ja, alles mit dem Handy gemacht. Also das Smartphone ist hier, Moment, hier auf seinem 10 € Spaßstativ. Das findest du auch auf meinem Blog. Und ja, ein paar alte Holzladen, ein schwarzer Karton und ja, alte Kaffeetassen. An und für sich alles wiederverwertet. Upcycling quasi. Nein, ist kein Upcycling. Aber Recycling, bevor es weggeworfen wird, wird es noch verwendet. Und ja, mal sehen, was hier draus wird. Bin ja echt schon gespannt. Ich werde noch ein paar Videos machen. Also die sind alle im Slow-Mo-Modus von der Kamera aufgenommen. Die App habe ich verwendet, weil ich ja Belichtung und so weiter extra einstellen kann. Filmic Pro. Kannst du kaufen, musst du aber nicht. Also die normale App vom Handy tut's auch. Ich sehe gerade, die ist... Ha, besser. Diese Kamera war gerade verschmiert. Ja, und einfach Spaß haben. Ja, und vielleicht, es ist Corona, es ist Lockdown, Bastelarbeit zu Hause, probier es einfach aus. Und ja, unbedingt Schutzbrille tragen. Augen hast du nur zwei und die brauchst du beide. Und ja, viel Spaß und weitermachen. Ja, hallo, hallo. Jetzt sitze ich nun am PC. Die Aufnahmestudie ist erledigt. Bin schon gespannt, wie es wird. Das Video werde ich erst dazu schneiden. Allerdings werde ich jetzt dazu erstmal ein Vorschaubild erstellen. Und dazu habe ich schon ein Video ausgesucht, das ziehe ich mir jetzt in Photoshop rein. Ja, falls du es noch nicht wusstest, du kannst auch Videoelemente in Photoshop bearbeiten. Ist zwar nicht ganz Premiere oder ein Videoschnittprogramm, allerdings für, ja, wenn du hier einen Screenshot raus haben willst, ziemlich coole Sache. So. Da unten blendet sich bei mir nun schon automatisch die Zeitleiste ein, falls du die nicht hast. Die ist unter Fenster Zeitleiste hier zu finden. Photoshop erstellt hier für dieses Videodatei quasi so eine Art Smart-Objekt. Die siehst du hier drinnen, das siehst du hier. Und ich gehe mal hier zu einem Punkt. Ich
mache das hier ganz quick and dirty, der so richtig nach Scherben aussieht. Das gefällt mir ganz gut. Und wäre hier beinhart auf eine Ebene reduzieren. Jetzt habe ich hier zwar unten noch immer die Zeitleiste, allerdings ist das hier nur mehr ein Bild. Das siehst du hier in der Vorschau. Das dupliziere ich mir hier sicherheitshalber und werde hier mal eine Ebene zurück. Eine neue Farbfläche einfügen und die mal in schwarz machen. Dann werde ich hier eine Maske hinzufügen und mit einem Pinsel mal ganz grob hier schwarz machen, was ich nicht am Bild haben möchte. So, hier diese Bereiche. Das sieht jetzt ganz wild aus, macht allerdings gar nichts. Wirklich nur ein quick and dirty Photoshop Tutorial. Gut, somit ist mir diese Ebene jetzt mal fertig. Also hier ist das Originalbild. Das Video habe ich schon eliminiert. Eine schwarze Hintergrundebene, die einfach noch einmal dupliziert. Und eine Ebene hinzugefügt, eine weiße Ebene mit Schwarz, alles ausmarkiert, was ich nicht haben möchte. So, sehr oft sehe ich bei Leuten, dass hier sehr, sehr viel bearbeitet wird. Braucht man allerdings nicht. Photoshop denkt in Schwarz, Weiß und Grau und ja, mir geht es jetzt vor allem um Schwarz und Weiß. Daher werde ich hier ganz wild eine Tonwertkorrektur anwenden und sagen, mit der schwarzen Pipette finde mir einen Schwarzpunkt und der ist hier und hier und hier. Und alles, was schwarz ist, soll mir Photoshop schwarz machen. Und erstaunlicherweise bleibt dann natürlich nur noch das Weiße übrig. Jetzt werde ich hier versuchen, noch eine Tonwertkorrektur anzuwenden. Nehme hier die weiße Pipette, nehme einen Weißpunkt, suche mir einen hellen Bereich, so wie hier, und der ist, mal sehen, das ist ein bisschen übertrieben. Kein Problem, circa hier. Jetzt werde ich noch die Deckkraft etwas reduzieren. Gut, und auch hier, das ist weiß. Ja, gewöhn dir von Anfang an deine Ebenen zu benennen. Das ist deutlich hilfreicher. So, das nehme ich hier noch ein bisschen raus. Gut. So. Jetzt möchte ich Photoshop sagen, bitte wende mir die schwarze Tonwertkorrektur bitte nur auf dunkle Bereiche aus. Es geht hier mit einem Doppelklick auf die Ebene. Dann erscheint hier dieses Fenster. Und da oben, unten dieser Mischmodus, der wird hier sehr selten verwendet. Und der ist goldeswert. Hier kannst du aus den hellen Bereichen wieder deine Einstellung rausnehmen. Beziehungsweise hier die darunter liegende Ebene. Das macht hier Photoshop ziemlich knackig. Mit gedrückter Alt-Taste allerdings kann ich das hier sehr fein dosieren und die Regler verschieben. So, ich blende wieder ein bisschen mehr vom Bild ein. Jetzt nehme ich mir diese Schwarzkorrektur aus dem Weiß wieder raus. Ich sehe hier auch, da oben passt schon ganz gut, da unten ist es noch so wild. Ach, das ist diese Ebene. Schwarzer Pinsel und ich male mir das hier einfach raus. So, das gleiche mache ich hier mit der Weißebene. Und ziehe mir hier ein bisschen raus. Und vor allem hier nehme ich aus den dunklen Bereichen alles raus. Das darf sich ruhig ein bisschen überschneiden. Gut, nachdem das Video nur in HD gefilmt worden ist, ist die Auflösung relativ bescheiden. So, vorher, nachher. Gefällt mir sehr gut. Weiß. Gefällt mir auch ganz gut, brennt hier allerdings den Bereich hier unten ziemlich aus. Werde ich hier die Deckkraft noch weiter reduzieren. So. Nehmen wir ca. 10%. Gut. Und jetzt ein Tool, das ich sehr gerne verwende. Ich erstelle mir jetzt eine neue Ebene aus allen darunterliegenden Ebenen. Das ist die Tastenkombination Steuerung, Umschalt, Alt und E. Und mache mir jetzt ein Smart-Objekt daraus. Das Tolle an Smart-Objekten ist, das Original bleibt mir immer erhalten. Nur mit dem Smart-Objekt kann ich hier super toll Filter anwenden
In diesem Fall nehme ich den Camera Raw Filter. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, ja, je nach Rechenleistung, das komplette Camera Raw Modul von Adobe zu verwenden. Und ja, ich kann hier genau genommen fast wie eine RAW-Datei mein Bild bearbeiten. Ich nehme jetzt einen Weißwert und sage, du bist weiß. Ich passe die Belichtung ein bisschen an, den Kontrast schärfer, die Lichter ein bisschen heller, die Tiefen regle ich runter, das Weiß ein bisschen heller, Schwarz ein bisschen dunkler, gebe hier noch Struktur, Klarheit. Gut, das ist ein bisschen zu krass. Ja, das Schöne ist, hier kann man mit den Reglern ganz einfach und vor allem konstruktiv und zerstörungsfrei arbeiten. So, was haben wir noch? Mit der Taste Z kann ich hier reinzoomen. Ich schärfe noch ein bisschen. Rauschreduzierung. Ja, das passt mir ganz gut. Und somit habe ich aus einem Video raus ein Vorher, Nachher und kann das jetzt da toll als YouTube-Vorschaubild verwenden. In diesem Sinne, viel Spaß dann mit dem finalen Video. Da werde ich dann, ja, ich glaube, ich werde es dir verlinken unten auf YouTube. Und viel Spaß beim Ansehen. Ciao.